So, hallo und herzlich willkommen zurück bei FM 22. So, jetzt sitzt auch die Ansage. Ich sage nicht mehr We are Football oder Anstoß 3 oder hast du nicht gesehen. Wir haben die Tabellenführung verloren, sind aber immer noch auf dem besten Wege, auf einem Aufstiegsplatz zu überwintern. Wir haben noch drei Spiele in der Hinrunde und dann das erste Spiel der Rückrunde findet auch noch vor Jahreswechsel statt. Als nächstes spielen wir gegen Hansa Rostock. Wir haben die letzten vier Heimspiele alle gewonnen. Wenig Gegentore kassiert. Rostock steht auf Platz 10. Durchschnittlicher geht's kaum. Und ja, wir wollen die Tabellenführung zurück. Und man muss aber auch ja, bei aller Euphorie den Ernst der Lage weiter im Auge behalten. Oder was heißt Ernst der Lage? Wir sind ja, wir haben keinen Druck, wir haben keine Angst, wir haben keine Sorgen. Aber nur 2 Punkte Vorsprung vor Platz 6. Aber das Saisonziel ist ja jetzt, jetzt nicht, dass wir mit 1000 Punkten Vorsprung der FC Bayern 2 sein wollen. Aber ich wollte nur sagen, es kann auch schnell passieren, dass wir etliche Plätze in der Tabelle fallen. Aber unser Punkteschnitt ist natürlich immer noch herausragend. So, Julian Just war mit einer Verletzung, die die Nennung kaum wert ist. Er fällt einen Tag aus. Da brauche ich ja fast länger, diese Nachricht zu lesen. Verhärtung der Oberschenkelrückseite. Ach, was hätte man früher nicht mal erwähnt. So, die Stärken von Rostock sind das Spiel ohne Ball und das Mittelfeld. Die Schwächen sind die Strafraumkontrolle und der Abschlag. Bei Rostock spielen etliche ehemalige Paderborner, unter anderem Strelý Mamba, Tobias Schwede oder Svante Ingelsson. Da sehe ich allein in der Startelf schon drei. Ich glaube, insgesamt sind es auch drei. Und namenstechnische Legenden wie Bentler Baxter Barn, Triple B wird er genannt. Das ist doch mal der Name, den habe ich schon seit langem. Weil den habe ich schon vor langem gelesen zum ersten Mal und der bleibt im Gedächtnis. Der will uns richtig einen reinballern. Der Mann mit dem dreifachen B. So. Dafür steht er mit seinem Namen. Gesponsert von der Deutschen Bahn. Wir spielen am Sonntag vor heimischer Kulisse. Verletzungsschock. Er fällt einen Tag aus. Oh, ausgerechnet am nächsten Tag hatte er was vor. Die Ersten sollen die Letzten sein oder die Letzten sollen die Ersten sein. Der 18. gegen den Ersten, Kiel gegen Bremen, außerdem Schalke gegen Sandhausen. Für uns aus verschiedener Perspektive interessant. Sandhausen ist unser Gegner, unser Gegner nächste Woche. Bremen, die müssen Punkte liegen lassen, damit wir die Herbstmeisterschaft holen, die wir uns rein symbolisch natürlich gerne holen wollen. Und ja, was der Rest der Liga so macht, interessiert uns natürlich auch. Bremen gewinnt 0:1 in Kiel. Schalke verliert 1:2 gegen Sandhausen. Damit klettert Sandhausen temporär auf Platz 16. Düsseldorf auf dem direkten Abstiegsplatz. Kiel weiterhin auch mit Armin Fee in der Krise. Bremen hat vorgelegt. Das heißt, wir werden sie an diesem Spieltag nicht einholen können. Das ist ärgerlich. Platte steigt wieder voll ins Training ein. Ofori lernt durch die Mitte zu dribbeln. Das ist schön. Das macht ihn noch gefährlicher. Er wird ja auch, muss ich mal einen Blick drauf werfen. Was ich jetzt mit ihm erstmal mache. Ist natürlich jemand, der auch eingesetzt werden sollte. So, schlechteste Note haben wir bei niemandem. Alle haben gut trainiert, vor allem Yannick Huth, Hartmann und Schallenberg. Spreche ich jetzt mal nicht separat an. Besprechung mit Führungsspielern. Mir ist aufgefallen, dass Leopold Zingerles Unzufriedenheit für Unruhe sorgt und Sie dem schnellstmöglich begegnen sollten. Vielleicht suchen Sie mal das Gespräch mit den Betroffenen. So, sollen wir nochmal mit dem Leopold reden? Ich kann seine Situation auch nachvollziehen, aber Yannick Huth gibt uns im Moment keinen Anlass, ihn rauszunehmen. Und ein Teuter wechselt man ja nicht mal einfach so. Er hat sich da festgespielt. Wir stehen auf Platz 2. Was soll ich da jetzt machen? Ich kann dem Zingerle versprechen, dass er im Pokal spielen wird und auch so weit wie möglich wieder kommen. Also, ja, egal wie weit wir dort kommen, er wird dort spielen. Auch in Berlin im Zweifel. Ja, wir sind in der zweiten Runde. Ich rede schon von Berlin. Aber jetzt müssen wir erstmal hier irgendwie die Situation klären. Hünemeyer ist sehr positiv, Sven Michel ermutigt und Schallenberg sehr glücklich. Es ist sehr enttäuschend, dass wir keine Lösung für das Problem finden konnten. Wenn ich seiner Forderung nachgegeben hätte, hätte ich dafür einen anderen aus der Mannschaft nehmen müssen, der es aktuell mehr verdient hat zu spielen als er. Er muss sich seine Chance verdienen, nicht herbeimeckern. Ja, so ist das. Hünemeyer und Michel reagieren enttäuscht und niedergeschlagen auf sowas. Schallenberg allerdings erfreut. Das ist nur allzu verständlich, in Ordnung. Was soll ich jetzt? Also die Antworten passen ja überhaupt nicht dazu. Ich bin empört, wie das hier gelaufen ist. Weil die einen jetzt ein bisschen rumzicken.
denke, das war sehr produktiv. Schön, dass wir es aus der Welt schaffen konnten. Vielen Dank. So, das ist vielleicht auch ein bisschen realitätsfremde Antwort, da zwei ja ein bisschen negativ reagiert haben. Aber was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt den Torhüter wechseln? Ich glaube, Platz 2, was soll das? Macht doch hier keine Baustelle auf, wo keine ist. Der Zinger hat für sich selber eine Baustelle, aber das kann uns jetzt mal ehrlich gesagt relativ egal sein. So, wir gelten als Favorit, sogar eine Wettquote mit einer 1 vor dem Komma. Roger Schmidt ist immer noch beeindruckt von uns. Pressekonferenz, da schicke ich jetzt meinen Co-Trainer. Habe jetzt keinen Bock drauf. Und ja, wir wollen den Bremern im Nacken bleiben. Wollen natürlich auch Platz 2 nicht verlieren. Haben ja auch eine andere Mannschaft, die punktgleich mit uns ist. Allein deswegen stehen wir schon unter Druck. Dynamo Dresden ist für Frühling klarer Aufstiegskandidat. Es wird nicht leid für sie, aber Dynamo Dresden ist einer der Aufstiegsfavoriten. Wo stehen die denn in der Liga? Ja, Dresden ist einer der Mannschaften, die uns besiegt haben. Prieto wird langsam wieder fit, während Bjondic glänzt. So, gegen die U19 von Bochum haben wir gewonnen. So, so. So, Düsseldorf spielt gegen Heidenheim. Heidenheim sitzt uns auch im Nacken, einen Punkt weniger als wir. Hamburg gegen Ingolstadt. HSV ist auch nur 6 Punkte entfernt. Und Karlsruhe, die sind punktgleich mit uns gegen Hannover. In Hannover haben wir auch Punkte liegen gelassen. So, viele Nullnummern. Nur der HSV hat getroffen. Düsseldorf mit einem 0 zu 0 gegen Heidenheim. Rote Karte für Florian Hartherz. Hamburg gewinnt 2 zu 0 gegen Ingolstadt. Und Karlsruhe spielt 0 0 gegen Hannover. Das reicht Karlsruhe aber aus, um uns zu überholen. Wir stehen deswegen aktuell auf Platz 3. Punktgleich mit Heidenheim. Dresden übrigens einen Punkt hinter uns. Aber wir können uns natürlich Platz 2 mit einem Remis bereits zurückholen. Wollen aber natürlich vor heimischer Kulisse hier den nächsten Dreier klar machen. So, Fitnesstest. Just waren kein Fitnesstest erforderlich, Hartmann noch nicht. Plata hat den Fitnesstest bestanden, aber nach so langer Ausfallzeit kann ich ihn jetzt nicht einfach wieder in die Startformation werfen. So, Ingelsson, Schwede und Mamba, ehemalige Paderborner, spielen hier alle mit. Ich muss mal gucken, wo Ofori ist. Hier ist er. War jetzt auch ein bisschen schlecht gelaunt dadurch, dass er so ein bisschen rausgefallen war. Er kommt mal für Correa hier auf die Bank nach dem Spiel gegen Hannover. Ich bringe Stiepermann zurück in die Startformation für Just Van. Und lasse auch mal wieder Schuster für Yalcin spielen. Ansonsten Hartmann ist hier nicht hundertprozentig fit. Ansonsten Ofori kann er auch links, dann kann er nicht. Pröger ist gerade gut. Sollte ich dann mit ihm. Ich stelle Pröger mal auf links und Ofori kommt mal wieder rein. So, ansonsten wird nichts geändert. Ofori fehlt Spielpraxis, aber ich denke, mindestens 60 Minuten wird er wohl schon durchhalten. So, willkommen in der Benteler Arena zu Paderborn. Und kein Befürworter, Biene dort aufzustellen. Alle Kissenbuben. Henrik Wahles. Dörfler hat gute Laune. Mit der Formation sieht es derzeit gut aus. So. Die Medien haben euch in letzter Zeit viel Anerkennung gezollt, also geht raus und würdigt das mit einem angemessenen Auftritt. Einige reagieren motiviert, vor allem Johannes Dörfler. Oh, habe ich jetzt doch falsch gewechselt? Oh, Jonas Karls spielt für Pröger. Ich habe falsch gewechselt. Verdammt. Kann ich das noch ändern? Ich kann den Karls jetzt nicht auf letzten Drücker rausnehmen. Ne, es wurde falsch aufgeschrieben, Jungs. Jonas, tut mir leid. Ich habe das nicht. Mein, das, nein, ich kann nicht mehr wechseln. Ja, Pröger sitzt auf der Bank und versteht nicht warum. Muss ich mit Kai Pröger reden, sagen, das war ein Fehler. Das darf natürlich niemand wissen. Damit blamiere ich mich ja total. Warum kann ich denn nur mit der Startelf reden? Was? Die Ersatzspieler, die sind ja nicht dabei bei der Ansprache. Na, dann spreche ich mit Karls. Kannst heute befreit aufspielen. Ja. Warum kann ich denn mit dem Bankspieler nicht reden? Da sollen doch alle zuhören. Naja, das ist wieder ein Chaos hier. Das ist ein Chaos hier. Sie merken, der mit Cookie weiß selber nicht, was er hier tut. Aber wir stehen auf Platz 3. Das soll
am Ende des Spieltags wieder Platz 2 sein. Was ist das Geheimnis hinter ihrer starken Heimbilanz? Das Geheimnis ist, dass es kein Geheimnis gibt. Aufstiegskandidat Dynamo Dresden steht Jahn Regensburg gegenüber. Mit einem Sieg wollen sie weiter Druck auf die Konkurrenz ausüben. Was ist Ihre Meinung zu diesem Spiel? Ich habe nichts zum Spiel von Dynamo Dresden zu sagen. So, hoffentlich ausverkaufte Kulisse. Fehler beim Wechsel. Verwirrung in der Kabine. Sehr defensive Ausrichtung hier bei Hansa Rostock. Die werden unsere Geduld fordern. Wie viele Verteidiger haben die da? Gefühlt Rostock, wenn ich das richtig gesehen habe, mit 5er-Kette plus 2 Sechsern. Defensiver geht es kaum. Und das Wetter ist auch zum Kotzen. Es regnet aus Eimern. Ist auch ein richtiger Tag, um jetzt dem Gegner hier mal richtig die Bude voll zu machen. So, egal wie defensiv der spielt. Wir machen ein schnelles 1-0 und dann müssen sie aufmachen. Die spielen gegen uns wie eine Pokalmannschaft gegen den FC Bayern. Also eine Dorfpokalmannschaft, eine Amateurmannschaft, wenn man so will. So. Und wir rollen Platz 2 zurück. Svante Ingelsson. Die meisten Ex-Paderborner oder alle Ex-Paderborner, die jetzt für Rostock spielen, haben nicht allzu lange in Paderborn gespielt. Allen voran Tobias Schwede. Aber natürlich trotzdem Namen, die man kennt, da sie auch in den letzten Jahren hier gespielt haben. Yannick Huth hat die Finger am Ball, der Ball war nass. Alles rutscht, alles flutscht. Und der Ball flutscht ins Aus. Dritte Minute, Eckball für Hansa Rostock. Alter Schwede. Svante Ingelsson ist doch ein Schwede auch noch. Nicht wahr? So, mit Kai Pröger haben wir natürlich auch eine heiße Waffe auf der Bank. Wenn ich ihn eigentlich gar nicht runternehmen wollte. Ja, sieht man mal. Trotz solcher Inkompetenz stehen wir schnell auf einem guten Platz in der Tabelle. So, mir wird ja auch schon... Oh, Ofori hat sich verletzt. Ofori hat sich verletzt. Ich dachte, mein Co-Trainer, ich habe nur mit einem Ohr zugehört. Da hat sich der Ofori verletzt. Er möchte weiterspielen, aber seine Verletzung behindert ihn. Ja, dann bleibt uns gar nichts anderes übrig. Dann kommt Kai Pröger auch bereits nach 19,5 Minuten. Hoffe mal, dass er nicht irgendwie beleidigt ist. Für Ofori war es ein kurzer Auftritt. Das liegt jetzt nicht daran, dass ihm die Fitness fehlt, aber man sollte wohl von einem gesunden Spieler erwarten können, dass er hier eine Halbzeit spielen kann. Duljevic sieht gelb, ansonsten eine sehr ereignislose Partie hier. Ist das das letzte Heimspiel von Jamilo Collins? Nee, ich glaube nicht. Der Standardexperte Marco Stiepermann ist wieder am Werk. Dieser Standard führt jedoch zu nichts. Die offensive Ausrichtung der Rostocker trägt Früchte. Ich meine, wir spielen wie immer vorsichtig und ruhig. Das könnte hier und heute aber das erwartete Geduldsspiel werden. Wenn bis zur 60. Minute ergebnistechnisch sich nichts tut, werde ich dann auch an der Formation und an der taktischen Ausrichtung was ändern. Aber bis dahin haben wir erstmal noch 20 Minuten Spielzeit. Und wenn das 1-0 fällt... Und da wird Jonas Gart geschickt und der ist auch durch. Aber der Winkel wird immer spitzer. Warum wartet der denn so lange? Da lässt er sich abdrängen. Setzt aber Michel in Szene und der wird leider geblockt. Tobias Schwede scheint sich auf der anderen Seite verletzt zu haben. So, nächster Anlauf. Da kommen wir mal durch diese Rostocker Festung durch und dann bringt er den Ball nicht aufs Tor. Eckball. Bei Standards haben wir natürlich fast 50-50 Chance im Strafraum. So, aber der Ball ist weg. Johannes Dörfler, der holt hier die Rebounds und Stiepermann wieder und Karls und wir verlieren da doch viele bis alle Kopfballduelle. Aber die Rostocker kommen hier offensiv auch nicht zur Geltung. Das soll denen aber recht sein. Die würden hier das 0-0 wahrscheinlich jederzeit unterschreiben. Auswärts beim Tabellen-Dritten bzw. Zweiten vor der Partie. Ja. Und Jonas Karls mit einem sehr schönen Ballgewinn. Der gelernte Verteidiger zeigt seine Fähigkeiten in der Ball.
Eroberung legt ab auf Stiepermann und jetzt Prögan. Das war leider nur ein Schüsschen, aber dennoch nicht ungefährlich. Halbzeit Pfiff nähert sich und ist somit willkommen. Fröder hat noch gelb gesehen. Zingerle selbstgefällig, der Blödmann. Ja, bislang eine sehr, möchte nicht sagen, langweilige Partie. Für uns ist es nicht langweilig. So. Ich sage, wir können immer noch gewinnen. Arbeitet konzentriert weiter, ihr werdet dafür belohnt. Bleibt geduldig. Warum kann man nicht mit den Bankspielern reden? Nur mit denen, die selber mitspielen. Muss ich immer noch warm machen oder was? Das möchte ich ändern. Kann man das ändern? Erkläre Bürger die Situation. Ich sage ihm, du kannst heute wirklich den Unterschied für uns ausmachen. Geh raus und zeig es ihnen. Weiter geht's. So, Freistoß. Marco Stiepermann. Führt zu nichts. Wie gesagt, ich gucke mir das noch bis zur 60. Minute an. Wir haben ein klares Chancenplus, weil die richtig dicken Dinger auch fehlten. Bislang. Nürnberg führt 1-0 gegen St. Pauli. So. Collins droht eine Gelbsperre. Also wollen wir ihm nicht vor seinem letzten Heimspiel zumuten, dass er da noch gesperrt wird. Aber ich nehme ihn jetzt nicht raus. Wir wechseln dennoch mehrfach. Viermal können wir ja noch wechseln. Ich muss bedenken, dass ich das in nur noch zwei Rutschen machen kann. Also zwei Doppelwechsel werde ich ausführen. Ich bringe mal Marcel Melem für Schuster, jetzt auch immer doppelt hingucken oder zumindest einfach hingucken, ob ich die richtigen Wechsel vollziehe. Dennis Rebeni kommt für Michel, der bringt uns vielleicht ein bisschen mehr Kopfballstärke vorne rein bei den hohen Bällen, die wir ja bisher meistens, wenn nicht immer, verlieren, die Kopfballduelle. So, und werde dann auch in wenigen Minuten den nächsten Doppelwechsel bringen. Und vor allem, jetzt sollte ich auch mal was an der Grundausrichtung ändern. Wir stellen jetzt nämlich mal auf Offensive. Radikaler Wechsel jetzt. So, dann bringe ich doch mal Ananou. Nein. Ich bringe Justwan für Stiepermann. Und Kuni für Karls plus offensive Ausrichtung. 20 Minuten hier noch auf der Uhr. Geht doch noch was. So, man wird kritisieren, wenn es schief geht, dass ich viel früher die offensive Ausrichtung hätte wählen sollen. Aber wir sind damit bisher bestens gefahren. Naja, soll man auch. Änderung. Vorsichtig sein. Oh, was für ein Fehlpass. Jim the Anvil Neidhart hier. Rosbach auf Riedel. Fröde, der hat schon gelb. So setzt man ein Zeichen, Jungs. Langweilig. Was macht ihr da? Und ein Foul von Pröger. Und das gibt glatt rot. Er stellt Pröger vom Platz. Pröger ging mit beiden Beinen in den Gegner rein. Und ich fürchte, da können wir uns nicht beschweren. Ist das die erste glattrote Karte in dieser Saison für uns? Ja, ausgerechnet einer der besten Spieler. Heute war er vielleicht nicht ganz bei der Sache, weil ich ihn auch verwirrt habe mit meinen Aufstellungsdebakel. So, jetzt müssen wir mit einem Mann weniger hier zu Ende spielen.
Ein Jingle für rote Karten haben wir hier im Stadion nicht. Ich stelle Justwan mal auf Außen. Stellen uns mal generell anders auf. Naja, Justwan geht auf Außen, wenn er jetzt nicht so ein Außenspieler ist. So, spielen wir mal so. Melem und Schallenberg rücken nebeneinander. Jetzt spielen wir auch mal nicht unbedingt, jetzt spielen wir mal lieber ausgewogen. In Unterzahl ist natürlich jetzt auch unser Ziel, so ein bisschen revidieren. So, ich rufe mal rein. Ich feuere sie mal an, das mache ich ja relativ selten. Gehen jetzt auch mal den Baumgart hier. Viertelstunde noch. Dann müssen wir uns hier und heute dann doch mit einem Punkt begnügen. Erstmal gucken, was jetzt noch passiert. In Unterzahl hat manch eine Mannschaft schon ganz andere Leistungen gezeigt. Ja, man sieht hier oben die rote Karte eingeblendet. Das ist tatsächlich wohl unsere erste in der laufenden Saison. Auch unnötig wie ein Kropf. Dörfler mit einer Ecke und Srebeni und knapp am Tor vorbei. Das war die dickste Chance des Spiels, ausgerechnet in Unterzahl. Aber ja, genau dafür habe ich den Srebeni ja gebracht, um da mal einen Kopfballabnehmer im Zentrum zu haben. Wobei man den Sven Michel da jetzt nicht großartig kritisieren sollte. Der hat diverse Kopfballtore erzielt, aber hier und heute sah das ein bisschen unglücklich aus, was da generell kopfballtechnisch abging. Und damit Kuni geschickt. Und es gibt Freistoß. Das war wohl abseits, ja. Die Rostock-Fans vermögen. Wir haben jetzt mehr Torchancen in Unterzahl. Rostock hat schon zweimal aufs Tor geschossen. Die spielen genauso, wie man es erwartet hat. Und auch in Überzahl werden die nichts an ihrer Ausrichtung ändern. Und dieses 0:0, darauf haben die Rostocker spekuliert. Und sie sollen es wohl bekommen. Es sei denn, der Ball ist draußen, die Zeit ist rum und das Spiel ist vorbei. Ärgerlich. Hier wäre ein Sieg drin und eigentlich auch Pflicht gewesen, bis dann diese glattrote Karte kam, wobei wir danach eigentlich besser gespielt haben als vorher. Aber hat heute nicht sollen sein. Wir holen uns zumindest Platz 2 zurück. Mit der Herbstmeisterschaft wird es jetzt schwer. Aber die ist ja auch nur symbolisch. Dann können wir die Wintermeisterschaft gewinnen. Da gehört ja noch der 18. Spieltag dazu, der noch vor dem Jahreswechsel stattfindet. Hut war der beste Spieler, Hünemeyer und Schallenberg haben auch gute Noten. Zweites Spiel in Folge ohne Sieg. Mögen die Kritiker anmerken. Aber passiert. Wir sind der SC Paderborn, nicht der FC Bayern. Ihr habt heute Pech gehabt, möchte ich nicht sagen. Möchte jetzt aber auch nicht schimpfen. Ihr habt heute Pech gehabt. Nein. Auch wenn wir uns ein anderes Ergebnis gewünscht haben, könnt ihr zufrieden sein. Wenn wir öfter so viele Chancen kreieren, werden wir auf lange Sicht Erfolg haben. Ja, komm, das sage ich jetzt. Ich möchte jetzt keinen Stress machen. Die Spieler reagieren positiv. Wir waren ja deutlich überlegen. Muss man jetzt auch mal so hinnehmen. Ich hoffe, Pröger wird nicht allzu lange ausfallen. Wie haben sich die beiden Teams Ihrer Meinung nach aus taktischer Sicht gegeneinander geschlagen? Ich habe viel über meine Mannschaft gelernt. Ich habe jetzt viel, über das ich nachdenken kann. Meiner Ansicht nach war das nichts Besonderes, aber ich bin sicher, dass es Leute in den sozialen Medien geben wird, die das zu Tode analysieren werden. Denen wünsche ich viel Spaß. So, wenn ich jetzt kritisiert. Sie müssen auf die Reaktion ihres Teams nach der roten Karte stolz sein. Die Spieler haben wirklich alles dafür gegeben, um dieses Ergebnis zu erzielen, oder? Viele Teams wären in dieser Situation auseinandergefallen. Meine Jungs haben bewiesen, aus welchem Holz sie geschnitzt sind. Am Platz 2 wieder. Nürnberg gewinnt 1:0 gegen St. Pauli. Aue spielt 1:1 gegen Darmstadt. Düsseldorf holt sich Platz 16 zurück.
Wir sind punktgleich mit Karlsruhe. Heidenheim ist ein Punkt hinter uns. Dresden kann uns allerdings überholen. Spielen gegen Regensburg. Regensburg kann mit uns gleichziehen. Da müssen wir noch gebannt hingucken. Lisa Pelzer, Kevin Ehlich und Philipp Bischoff äußern sich hier. Philipp Bischoff im katholischen Paderborn natürlich ein beliebter Name. Er sagt, wen kümmert es, dass es langweilig war? Allein das Ergebnis zählt. In Unterzahl machen die uns hier keine Vorwürfe. Also wir waren in Unterzahl, nicht die Fans. Die Fans wahrscheinlich auch gegen Rostocker. Ofori mit einem Muskelfaserriss an der Leiste fällt 6 bis 7 Tage aus. Röger wurde für ein Spiel gesperrt. Da möchte ich auch keinen Einspruch erheben. So, er bekommt eine Strafe. Das ist im Strafenkatalog festgelegt, dass er ein halbes Wochengehalt Strafe zahlen muss für sowas. Achievement unlocked. I'm the boss. So, ich hoffe mal, dass er nicht sauer ist. Er akzeptiert die Strafe. Ich bin ja auch nicht böse auf ihn. Er will sich in dem Punkt künftig verbessern. Es war trotzdem eine unnötige rote Karte, wo er auch die Gesundheit des Gegenspielers riskiert hat. So, zur Pressekonferenz muss ich jetzt mal gehen. Okay, beginnen wir mit einer Frage von Sanchez One Football. Markus Kolke war heute in Topform. Bedauern Sie, dass Sie heute gegen ihn spielen mussten? Ich möchte mich nicht zur Einzelleistung äußern. Das brutale Foul von Kai Pröger ist heute in aller Munde. Was halten Sie von der Aktion? Ich denke nicht, dass es Absicht war. Der Typ von Spieler ist Kai nicht. Positive Reaktion. Sind Sie enttäuscht von Kai Prögers Disziplinlosigkeit? Kai ist nach wie vor einer unserer wichtigsten Spieler und das bleibt er auch. Das werden wir beim Strafmaß berücksichtigen, haben wir auch schon getan. Jan Regensburg übertrifft alle Erwartungen, ist bisher die Offenbarung der zweiten Bundesliga gewesen. Pff, stehen auf Platz 5 oder 6. So, können wir mal bitte über den Paderborn sprechen? So. Was Jan Regensburg macht, werden wir sehen. Morgen gegen Dresden. Hashtag vertraut Michael. Ja, das ist ein Hashtag, dem möchte ich mich anschließen. Trotz roter Karte bekommt Kai Pröger seine Chance. So. Zeigt mir das Ergebnis. Stehen eigentlich die Zuschauerzahlen? Sollte ich auch mal drauf werfen. Warum sieht man die nicht auf den ersten Drücker? Den ersten Blick. Den ersten Drücker, was rede ich hier? Wöchentliches Mitarbeitertreffen, gehen wir mal schnell hin. Collins ist ein sehr guter Einwerfer. Der wechselt doch in ein paar Wochen. Was wollen Sie jetzt von mir? Nein. Hätte ich den Collins für ein paar hunderttausend Euro abgeben sollen? Naja, hätte, wenn und aber. So, Sandhausen, Ihre Stärken sind das Dribbling und die Kreativität. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Gaudino spielt dort. Oh. Okorodji, ehemaliger Paderborner. Und der Boss im Tor. Ihre Schwächen sind das Passspiel und das Tackling. Regensburg gegen Dresden. Regensburg gewinnt 2 zu 0, zieht damit gleich mit uns punktetechnisch sogar dasselbe Torverhältnis, plus 13, aber wir bleiben auf Platz 2. Es wird eng oben, wir haben 4 Punkte Rückstand auf Bremen, zwei Teams sind punktgleich mit uns. Dresden fällt zurück auf Platz 6. Wir haben 4 Punkte Vorsprung vor dem Tabellen-7. nur. So. Wir schauen mal. Die Zuschauerzahl wissen. Stehen die nirgendwo? Wenn wir nirgendwo die Zuschauerzahl erfahren. Finanzen. Kann auch nicht so schwer sein. Ich meine, ich sollte es wahrscheinlich wissen, aber ich finde auch nicht, dass das hier sonderlich übersichtlich ist. Übersichtlich ist was anderes. Durchschnittlicher Ticketpreis.
So lange muss man hier suchen, bis man die Zuschauerzahlen findet. Wann werden die überhaupt hier erfasst? Naja, dann ist es mir auch egal. Gucke ich mir mal in Ruhe an. Aber man merkt, übersichtlich ist was anderes. In der dritten Liga auf den Aufstiegsplätzen Saarbrücken und Halle. Auf dem Relegationsplatz Zwickau. Auf den Abstiegsplätzen Osnabrück, Havelse, Verl und Viktoria. In der ersten Liga auf den Abstiegsplätzen Augsburg und Bielefeld. Auf dem Relegationsplatz Bochum. Auf Platz 1 Bayern. Dahinter Gladbach, Dortmund und Leverkusen. Auf den Champions League Plätzen Wolfsburg und Hoffenheim. Auf den Europa League Plätzen Gladbach immer noch ohne Niederlage. Wir spielen als nächstes in Sandhausen. Nach zwei Remis wollen wir mal wieder einen Dreier holen. Das sehen Sie im nächsten Part. Bye, bye.